eher so ein Kava- und Nesquik-Typ. Aber diese Trinkschokolade ist sensationell. Sozusagen der Kaviar unter der Trinkschokolade. Der kostet allein 39 Mark. Quartier? Och ja, wo gibt das? Sollte ich mal sagen. Berlin? Wer weiß. Ausnahmsweise war ich aber mal froh, das Französische nicht mächtig zu sein. So habe ich nicht verstanden, dass in der Packungsbeilage empfohlen wird, die Schokolade mit Wasser zu verdünnen. Deshalb habe ich sich natürlich mit Milch angerührt. Der einige wahre Art. Nee, sag mal, der einige wahre Art, Schokolade zu trinken. Man trinkt Schokolade mit Milch. Noch besser, auf den Cappuccino eine feine Schicht über den Milchschaum zu streuen. Ach ja, das machen die überall. Oder mindestens am Harras. Aber mein Geheimtipp ist, ein echte bayerische Käsekuchen zu backen. Und wenn es noch warm ist, die geraspelte Schokolade drüber zu streuen. Das ist einfach ein Gedicht. Auf der Genussskala von 0 bis 12, 10 Punkte. Und das gibt's alles. Am Harras.